Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Vize Infinity Wolf Expert Mode Skyblock. Ich habe keine Ahnung, was da gerade für ein komischer Bug hier ist. Aber ein wundervoll eingefärbter Chunk ist dann, muss man sagen. Können wir kurz schlafen gehen, um das Ganze zu fixen? Wäre zu schön. Ja. Okay, ignorieren wir das einfach einmal. Ja. Ich habe jetzt hier ein bisschen offscreen rumgestanden, habe auch nochmal gesagt, ja komm. Du lass hier einfach, mach hier nochmal einfach was. Wir haben jetzt ein Iron-Chipset und zwei Redstone-Chipsets. Wieso lasse ich die liegen? Ganz einfach. Weil ich hier auch noch einen habe. Oh, ich muss hier auch noch Water Wheel mit Mattel. Ja, Metal Former. So, jetzt sind wir wieder drin. Ein Basic Machine Casing. Dann hier kommt das hin. Und wir brauchen noch zwei neue Truhen. Dann nehme ich hier mal ganz kurz meinen Forge mal raus. Den wir zum Glück vielleicht nicht mehr brauchen werden. Und was war das? Ah ja, hier das Bronze. So. Dann machen wir einmal das zu Ende. Wieso nehme ich eigentlich immer dann auf, wenn ich genau dann aufs Klo gehen muss? So. 10. 10. Ja. 1, 2. Dope. So. Ja, das kann ich auch da craften. Wäre schön. Treat Sticks. Machen wir nochmal einen neuen Forge-Hammer für den einen. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber kann man nichts machen. Truhe. Und so, zwei Toolboxen. Und die kommen dann hier hin. Und wir haben unseren Metal Former. Sehr schön. Es läuft langsam, Leute. Den platziere ich jetzt hier hin, ganz bewusst. Problem ist jetzt, wie kriegen wir jetzt Energie dahin? Dafür habe ich mir was überlegt. Und zwar machen wir eine LV-Wire-Coil und einen LV-Wire-Connector. Und ich hätte mir vorher mal das Rezept anschauen sollen. Dann muss ich mal ganz kurz 4. Kriegen wir 2 raus oder? Wir kriegen 8 raus, sehr gut. Ich muss dann noch mal ganz kurz so machen. Ich habe mich vergessen, Clay herzustellen. Oder habe ich das? Ich habe vergessen, Clay herzustellen. Verdammt. Ist ja kein Thema, ist ja jetzt schnell gemacht. Okay. Und noch einmal Wasser, so. Gut, was brauchen wir noch? Wir brauchen Treated Stick haben wir. Dann brauchen wir 7 von dem hier Dönse. LV Wire Coil. Und jetzt brauchen wir nur noch das. Wisst ihr was? Das kann ich mal ganz kurz und dann kann ich mal kurz aufs Klo gehen. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Klogang ist vorbei. Mehr geht jetzt schon besser. So. Wenn wir nämlich jetzt hier die LV Wire Connector nehmen und die Wire Coil, die übertragen ja normalerweise nur RF. Das Schöne ist, ich glaube den. Ja. Ja gut, lass mal das eine noch fertig machen. Oder so ähnlich. Alter, das ist nicht euer Ernst. Water Wheel. Wir brauchen eine Shaft Iron auf Extruding. Ja, daran sollten wir ganz schnell arbeiten. Da mache ich gleich mal 3 Stück, weil wir 3 Wasserräder haben wollen. Und ich will hoffen, dass das jetzt an Energie reichen wird. Das sieht schlecht aus. Boah Gott.
Ja gut, dann machen wir schon mal die Wasserräder an sich fertig. Weil ansonsten kriege ich halt noch einen Schreikrampf, so ungefähr. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen hier die Water Wheel Segment. 8 Stück brauchen. Also eins braucht jeweils 4. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Nochmal auf 32 hoch. Wenn ich mich nicht vertue, müsste das so sein. Und natürlich vertue ich mich. So, jetzt aber. Water Wheel Segment. Jetzt fehlen nur noch die Shaft Cores Iron. Oh, Shaft Core. Shaft Iron. Und die Teile werden wir jetzt auch pushen bis zum Gehen nicht mehr. Da würde ich alles rausholen, was geht. So, ziehen wir jetzt erstmal Cobblestone mit. Es gab doch, glaube ich, noch von Pams. Gab es doch hier diesen Zeitsink nehmen. Genau das war das. Gab es so eine Art Brunnen. Der ist, glaube ich, für unsere Idee, was wir also brauchen, gar nicht mal so schlecht. Warum? Den kann ich jetzt hier platzieren und immer Wasser rausholen. Ich sollte aber mal ganz kurz hier. Ah ja, hier habe ich auch noch mal ordentlich gesiebt und noch mal mehr Redstone rausbekommen. So, zack. Obsidian kann ich auch mal ganz kurz zeigen, wenn ich schon dran bin. Da ist ordentlich was zusammengekommen. Hier war es, genau. Ja komm, das kann man ja kurz raus. Den Kinetic Dynamo brauche ich. So. Jetzt brauche ich einmal. Jede Menge Cobblestone. Und ich habe ja auf dem zweiten Bildschirm was vorbereitet. Für mich natürlich. 2, 3, so. 1, 2, 3. Ich muss mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was kommt da? Ich will es gar nicht jetzt wissen. 4, 5. So, das hier wird nämlich der Aufbau für unser Wasserrad. Und normalerweise war es einmal so, wenn man das normale Wasserrad einfach nur so begießt mit Wasser, begießt gesagt, ja, kann man, glaube ich, 60 RF pro Tick rausbekommen bei 3 Wasserrädern. So, ich habe mich mal informiert, man kann das Ganze erhöhen auf 88 RF pro Tick. 4, Moment, 1, 2, 3, hä? Alter, das ist gerade scheiße abzusehen auf dem Bild. 1, 2, 3, 4, boah, ich brauche nochmal ganz kurz einen Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 8 hat das hochgemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah ne, 7. Ich muss das ja nur 7 hoch machen. 6, 7. Dann kann ich das einmal hier rüberziehen. Flupp. Kennst du nicht, ne? Was Secret. Was Special Zaubertrick. Bin der Bowman. Und das hatte der 1, 2, 3. Okay. Machen wir hier mal einen Rahmen. Ich habe so die Befürchtung, dass wir gleich hinter was spawnen wird. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So.
So. Boy. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso hat er jetzt eins... Hat er einmal kurz bei diesem kurzen Leck da doppelt gemacht? Ja gut. So, jetzt mache ich das Ganze. Ich will das unsichtbar haben. Komm, nehmen wir den Cobble Whitestone. So. Wenn ich das richtig sehe, kann hier unten die Fläche ausgefüllt werden. So, hier mache ich aber auch schon mal dicht. Hier vorne lasse ich nochmal frei. Hier an der Seite mache ich schon mal dicht. Warum mache ich jetzt hier die Seiten schon mal dicht? Weil wir ja mit Wasser hantieren werden und ich keinen Bock habe, dass das rausfließt. Verstehst du sicher, ne? So, das ist jetzt einmal hier. Okay. Wie fange ich jetzt an? Wenn das so ist, ich mache hier auf jeden Fall die Reihe nochmal zu. Teilzinken nehmen, komm mal bitte zu mir. So, hier ein Wasser hin, hier ein Wasser hin und hier ein Wasser. So. Okay. Jetzt brauche ich nochmal einen Block, um raufzukommen. 3, 4, hier ist die Mitte. Nee, da muss der Kinetic Dynamo hin. Also ich kenne jetzt schon wieder so ein paar Spezialisten, die mir wünschen, dass ich runterfalle. So, das bewegt sich. Sehr schön. Und ich würde sagen... Ja. Ich mache hier nochmal jetzt einen Weg hin. So. Und dann einmal hier eine Wirecoil. Und das verbinden wir dann mal. Damit das ein bisschen besser gepowert wird. So, machen wir gleich auch schon mal hier die anderen zwei Wasserräder fertig. Und wir holen uns mal ganz kurz ein bisschen mehr Cobblestone. Und gehen dann mal kurz schlafen. So. Also man kann generell hier wirklich aus den Teilen 8811 pro Tick rausholen. Und die, die 2811, die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So, ich decke mich aber mal ganz kurz hier rauf. Und dann fügen wir die Teile nochmal an. So. Ich stehe auf nichts, okay. Habe ich die jetzt... Ne, das hab ich richtig gemacht, oder? Nee, diese habe ich eben nicht. Die nehmen wir mal ganz kurz mit. Weil... Den setzen wir noch eins runter. Und die Kabel, das Kabel ist natürlich jetzt... Gut, machen wir jetzt gleich eben mal ein neues.
Das hat super funktioniert. Nee, Moment. Das sieht jetzt nicht richtig aus. Sagt bloß, boah. Das war dann anscheinend doch schon richtig. Ich bin auch ein Idiot. Ja, ich sehe es gerade selbst. Also ich sehe gerade selbst, dass ich ein Idiot bin. Ja. Lief doch schon super. So, ja, da muss ich mich mal neu hochstecken. Ich mache erstmal eine neue Wire-Coil. Das war ja einfach so mit das. Ja, so mit das. Das ist die richtige Aussprache heutzutage. Weil den Strom, den wir da... Ich lasse sogar gerade mal ganz kurz. Das ist ja Schwachsinn, was ich gerade mache. So, den Fortschimmer braucht man nicht mehr. Dann setzen wir das hier, aber nochmal eins nach oben. Das ist ja jetzt kein Thema, wenn man die richtigen Blöcke nimmt. Dauert ja nur ganz kurz, bis man das abgebaut hat. Also ich glaube, heute sehe ich das schon kommen. Heute ist der erste Tag, wo ich sterben werde. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen gegensteuern. Wow. Ich will es gar nicht jetzt wissen. Wie aus zwei Kühen und zwei Schweinen haben wir ein neues Schaf, ein Huhn und zwei Kühe geworden sind. Ich will es gar nicht jetzt wissen, was das für eine Inzucht war. Voll die Inzuchtschaf. Ich will es gar nicht jetzt wissen. Nein. Ich denke gar nicht erst drüber nach. So. Jetzt aber hier. Das nochmal kurz weg. Um eins erhöhen. Man könnte es auch meinen, ich könnte auch einfach nur auf die Kompetenz die ganze Zeit draufhauen, aber naja, so geht mir das gerade aber schneller. Zack, zack. So. Ja, komm, das baut schon gleich ab. So, jetzt aber. Da haben wir eine Wasserquelle. Dann kommt hier einer hin. Wo ist mein Tilesink Nameson? Kann ich von hier drauf zugreifen? Nein, kann ich nicht. Kann man von hier aus mitnehmen. So, und jetzt kommt hier ein Wasser hin. Teilzink Name, alter Kumpel. Du gehst mal kurz darauf. Hier ein Wasser und hier ein Wasser. So. Jetzt haben wir das schon mal. Mal kurz das von der Seite. Jawohl, sieht gleich aus. So, jetzt können wir auch von der Seite hier einfach raufschwimmen. Und dann, jetzt kommt der nächste Trick. Machen wir hier schon mal ein bisschen dicht. Und zwar so. Ja, jetzt haben wir es nämlich. Weil es kommt hier noch ein Wasser hin. Und hier noch eins. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, sollten wir es jetzt haben, dass überall das ganze Wasserrad mit Wasser umschlossen ist. Mach ich mal ganz kurz. So, ja, das sieht gut aus. Nehme ich mal ganz kurz das hier mit.
Und damit sollten wir noch nicht, ich habe nämlich eins vergessen. Nämlich hier kommt noch Wasser hin. Und zwar da eins. Nee, falsch. Von da kommt das Wasser jetzt. So. Und jetzt haben wir 88 Elf pro Tick hier raus. Ja, jetzt machen wir das noch einmal komplett schön. Alles kommt dazu. Sieht man, glaube ich, auch, wie das jetzt sich hier bewegt. Das ist richtig. So, jetzt machen wir hier noch die richtigen Blöcke hin. So ungefähr. Also ich hätte nie gedacht, dass da so eine kleine Physik hintersteckt, weil das bewegt sich jetzt nur so schnell und auch nur so effizient. Wenn das wirklich zu 100%, sag ich mal, also von allen Seiten mit Wasser umschlossen ist. Ist es jetzt? Daher bekommen wir 88 Elf Protector raus. Und damit haben wir schon mal eine stabile Energieversorgung. Einmal. Zweimal. Ja, komm. Du bist jetzt ausgedient. Und dann sollten wir jetzt auch hier rüber etwas mehr Saft kriegen. Na? Anscheinend nicht. Wo ist das Problem? Ja gut, da werde ich mal schauen. Wir sind bei 18 Minuten. Ich würde sagen, das ist schon mal genug für eine Folge. Ja. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.